noch zu einem weiteren Kritikpunkt am Schrödel-Seidlitz-Schulbuch, nämlich die unzureichende Aufklärung über das in Wirklichkeit sehr dubiose und ohne jede wissenschaftliche Grundlage proklamierte 2-Grad-Ziel. Wenn im Schulbuch zum Beispiel behauptet wird, aber auch das 2-Grad-Ziel ist nur zu erreichen, so die IPCC-Forscher, wenn sofort einschneidende CO2-Einsparungsmaßnahmen getroffen werden. Diese Behauptung im Schulbuch ist in 2 wichtigen Punkten falsch und unwahr. Denn erstens gibt es bis heute keinen wissenschaftlichen Beweis, dass die CO2-Emissionen für einen Temperaturanstieg auf der Erde sorgen. Richtig ist stattdessen, dass die angebliche globale Erderwärmung nur in den zweifelhaften Computermodellen stattfindet, die mit diesem CO2-Parameter gefüttert werden. Ein Anstieg von Erdtemperatur durch CO2, insbesondere durch das zusätzliche menschengemachte CO2, konnte bis heute nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Deshalb sollte sich jeder Schüler und auch Lehrer diese wichtige Fragestellung klarmachen. Wir entfernen uns eigentlich immer weiter von der eigentlichen Kernfrage. Und die eigentliche Kernfrage ist die, ist das, was der Mensch an CO2 der Erdatmosphäre zusätzlich zuführt, für Klimawandel verantwortlich oder nicht? Und zweitens, es gibt eine solche Behauptung bzw. eine solche 2-Grad-Empfehlung der IPCC-Forscher im wissenschaftlichen IPCC-Bericht der Arbeitsgruppe 1 definitiv nicht. Das hat auch der damalige Co-Vorsitzende des wissenschaftlichen IPCC-Berichts, der Schweizer Thomas Stocker, im Oktober 2013 an der ETH Zürich nachdrücklich klargestellt. Ich habe noch einen zweiten Satz gelb markiert. Ganz wichtig, dieser IPCC-Bericht und vor allem das Summary for Policymaker. Die sollen nicht Politik vorschreibend sein. Und das hat auch Herr Knutti bereits gesagt. In keinem dieser Berichte steht, das 2-Grad-Ziel wird empfohlen, sondern das 2-Grad-Ziel ist eines von möglichen Szenarien, die die Gesellschaft und die Politik entscheiden kann. Und unsere Berichte legen dann dar, was wenn. Co-Autor jetzt als Gutachter. Die Computermodelle bilden deren Richtschnur. Das heißt, die Welt soll sich erwärmen. Und dann hat man ein 2-Grad-Ziel formuliert. Das ist nicht von einem Klimaforscher oder Physiker oder Chemiker gekommen, sondern von einem artfremden Mann, der hat einfach einen Strich gezogen, gesagt 2 Grad. Richtig. So. Richtig, und das ist kein wissenschaftliches Ziel. Vollkommen richtig. In dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Das ist kein wissenschaftliches Ziel. Vollkommen richtig. In dem Punkt gebe ich Ihnen recht. Fragt man sich, woher kommt dieses 2-Grad-Ziel, ist wichtig festzustellen, dass es kein wissenschaftlich definiertes Ziel ist. Wir können wissenschaftlich zwar sagen, dass sich Klimarisiken mit steigender Erwärmung vergrößern. Wir können aber nicht eine Grenze angeben, unterhalb derer die Klimarisiken gering seien, oberhalb derer die Klimarisiken groß seien. Eine solche Grenze ist wissenschaftlich nicht definierbar. Insofern ist das 2-Grad-Ziel ein politisches Ziel. Das hat man sich gegeben, um eine klar erkennbare Marke zu definieren und dadurch auch eine Begrenzung für die Erderwärmung, die man nicht überschreiten möchte. Und Thomas Stocker sagte auch noch Folgendes. Und ich möchte Ihnen ganz kurz, wirklich ganz kurz erklären, was die einzelnen Aufgaben sind. Denn oft herrscht in der Öffentlichkeit Verwirrung, was denn diese Aufgaben sind. Das interpretiere ich beispielsweise, wenn man sagt, die Wissenschaftler sagen uns, man müsse das 2-Grad-Ziel erreichen. Und ich gebe zu, es gibt tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die das so formulieren. Dann zeigen wir Ihnen mal in den nächsten Minuten 3 Beispiele, wie 3 angeblich renommierte Klimawissenschaftler das so formulieren, wie Thomas Stocker sagte, und dazu IPCC-Grafiken fälschen, indem sie in IPCC-Grafiken nachträglich Linien mit einem 2-Grad-Ziel einzeichnen, obwohl dieses 2-Grad-Ziel in den verwendeten Grafiken gar nicht zu finden ist.
Sie sehen hier ein Videoscreenshot der beiden Originalgrafiken von der Seite 13 des IPCC-Berichts der Arbeitsgruppe 2, der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, wo weder in den Grafiken noch in dem Erklärungstext zu den Grafiken ein angeblich notwendiges 2-Grad-Ziel erwähnt bzw. eingezeichnet worden ist. Dort ist nichts, was nach einem 2-Grad-Ziel aussieht. Den Anfang unserer Recherche macht Klimapapst Hans-Joachim Schellenhuber, der den folgenden Vortrag im Juni 2015 beim Bundesumweltministerium gehalten hatte und dabei auch über seine Arbeit beim Papst in Rom referiert hatte. In Rom hatte Schellenhuber bekanntlich an der Enzyklika des Papstes Laudato Si mitgearbeitet. Also ein nicht interessantes Erlebnis, weil ich bin vermutlich der erste Wissenschaftler in 2000 Jahren Kirche, der eine Enzyklika mit vorgestellt hat. Das war schon mal ungewöhnlich. Und wahrscheinlich war es auch der erste PowerPoint-Vortrag, der im Vatikan gehalten wurde. Und vor mir saßen 20 Kardinäle mit ihren Bauchbinden und dann Bischöfe und 400 Journalisten und so. Es war schon ein interessantes Ereignis. Und hinterher eine Audienz beim Papst, der dann uns sogar die Ehre angetan hat und uns zu Fuß bis zum Petersplatz begleitet hat. Also es war schon sehr interessant. Und der IPCC hat eben links, sind jetzt die verschiedenen Projektionen, bei Business as usual, globale Erwärmung von 4 bis 5 Grad in diesem Jahrhundert noch. Wenn man bedenkt, dass der Unterschied zur letzten Eiszeit vielleicht 3-4 Grad waren und das sich in einem Jahrhundert vollziehen würde, dann ist das gewaltig. Und das blaue Szenario ist das, was heute durch diese Aktion hier gestartet wird, nämlich der Klimaschutz in Deutschland auf jeden Fall. Also das heißt, die 2-Grad-Linie zu halten, nicht? Und die 2-Grad-Linie ist eben hier noch mehr eingezeichnet. Das berühmte Ampeldiagramm, was wäre, wenn wir weit über die 2 Grad gehen? Und das will ich ja noch ein bisschen erläutern. Hans-Joachim Schellenhuber hat diese Manipulation der IPCC-Grafik zusätzlich auch in seinem Buch Selbstverbrennung praktiziert, wo er zusätzlich eine grüne Linie mit der Bezeichnung 2 Grad Celsius Leitplanke hinzugefügt hat. Und zum Vergleich nochmals die Originalgrafik aus dem IPCC-Bericht. Dort ist keine solche Leitplanke eingezeichnet. Das zweite Beispiel für die Manipulationen mit dem 2-Grad-Ziel lieferte der Schweizer Klimaforscher von der ETH Zürich, Andreas Fischlin, der seit 2015 auch Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 2 beim IPCC ist. Schauen Sie nachfolgend, wie Andreas Fischlin bei seinem Vortrag am 7. November 2016 in Bern die 2-Grad-Linie sogar als Animation hinzufügt. PowerPoint macht's möglich. Wie sich Thomas Stocker vorgestellt hat, bis ans Ende dieses Jahrhunderts hochgerechnet. Und wir sehen auf der rechten Seite diese 5 Risiken, die 5 Gründe zur Besorgnis, also wie zum Beispiel spezielle Systeme wie Korallenriffe beispielsweise denken oder eben auch polare Gebiete oder alpine Gebiete, dann extreme Wetterereignisse, dann die Gerechtigkeitsfragen in Bezug auf die Verteilung des Klimawandels und seinen Auswirkungen, dann die global regierten Effekte, die insbesondere wirtschaftlich spürbar sind und schließlich einzelne disruptive Ereignisse, wie zum Beispiel das Erwärmen des Golfstroms, sind damit gemeint. Sie sehen hier eingezeichnet die heutige Situation. Das heißt, Sie sehen gegenüber diesen Skalen, die hier sind, wo rot bis dunkelrot sehr hohes Risiko bedeutet, rot hohes Risiko, gelb moderates Risiko und weißlich nicht nachweisbar, kein Risiko, dass wir eigentlich in der Gegenwart noch nirgendwo wesentlich in einem gelben Bereich sind, mit Ausnahme hier vielleicht der Korallenriffe insbesondere. Die Analyse zeigt dann aber, wenn wir jetzt beispielsweise die 2 Grad Erwärmungsgrenze nehmen, die in Paris als Maximum beschlossen, dass wir dann hier schon in ganz anderen Risikobereichen sind. Und das gilt natürlich weit stärker für eine 4-Grad-Welt, die zeigt, dass hier die Risiken außerordentlich höher sind.
Und so kann man auch sagen, für jedes zusätzliche Grad weiterer Erwärmung gilt eigentlich, dass der ökonomische und der technische Spielraum immer wie kleiner wird, die Risiken immer wie größer werden, Systeme sich nicht mehr anpassen können und wir hier eigentlich überall an Grenzen stoßen. Und das dritte Beispiel für diese Manipulation ist der Klimawissenschaftler von der Universität Hamburg, Hermann Held. Und er ist gleichzeitig ein besonders krasses Beispiel, wie die ursprüngliche IPCC-Grafik manipuliert wird. Schauen Sie mal. Schon erklärt bekommen, mit Hilfe des Burning Embers Diagramms, dass wir eben bestimmte Schadenskategorien durch die globale Mitteltemperatur durchfahren und auch bereits bei 2 Grad Celsius Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zustand mit Schäden zu rechnen haben, die durchaus gravierend sind. Und die Schadenskurve würde eben... Ist Ihnen aufgefallen, was Hermann Held in seiner speziellen Grafikversion weggelassen hatte? Es fehlen die beiden stilisierten Thermometer-Temperatursäulen, jeweils am linken und rechten Rand der beiden Grafiken. Damit hat Hermann Held vertuscht, dass in der IPCC-Originalgrafik 2 unterschiedliche Basiszeiträume ausgewiesen wurden. Und Hermann Held hat so, wie auch Schellenhuber und auch Fischlin, einfach den für die Klimaforschung günstigen Zeitraum ab 1850 verwendet, um ein 2-Grad-Ziel auszuweisen. Jochem Marotzke bestätigt diesen Basiszeitraum ab 1850 als angebliche Basis für das 2-Grad-Ziel. Das 2-Grad-Ziel besagt, dass die Menschheit versucht, die globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius zu begrenzen. Wichtig ist dabei, dass sich diese 2 Grad auf das vorindustrielle Klima beziehen, also ungefähr 1850. Was aber Marotzke, Schellenhuber, Fischlin und Held nicht erwähnen, ist, dass dieser Zeitraum ab 1850 nämlich ausgerechnet mit dem Ende der kleinen Eiszeit zusammenfällt, also global gesehen relativ kalt gewesen ist. Und die Erde versucht bis heute, diese Kältephase aus der kleinen Eiszeit wieder aufzuholen und auszugleichen. Mit diesem wichtigen Detail argumentiert aber kein Klimawissenschaftler, weil dieses wichtige Detail der Hypothese von der menschengemachten globalen Erwärmung zuwiderläuft. Und trotzdem wird die Grafik, die der Hamburger Uniprofessor Hermann Held manipuliert hatte, als angebliche Grafik vom IPCC 2014 ausgewiesen, mit angeblichen Hervorhebungen durch den WWF und dem Deutschen Klimakonsortium. Diese Hervorhebungen sind aber keine Hervorhebungen, sondern in Wirklichkeit Weglassungen und Manipulationen, was in den letzten Minuten in diesem Video nachgewiesen wurde. Das Wort des Jahres. Jedes Jahr suchen Sprachwissenschaftler nach diesem einen Begriff, in dem irgendwie drinstecken soll, was uns alle bewegt. Gefunden haben sie diesmal postfaktisch. Klingt vielleicht sperrig, steht aber tatsächlich für dieses spezielle Jahr 2016. Postfaktisch oder anders gesagt, es zählen in der öffentlichen Diskussion plötzlich weniger die Fakten und eher die Stimmung. Ein Begriff, der es in sich hat. Isabel Della Vega. Postfaktisch. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache hat dieses Warnwort jetzt gekürt. Die Sorge, dass also dieses beginnende Zeitalter der Desinformation, dass das also weiter voranschreitet, statt der kritischen Urteilskraft, das Vorurteil, also sozusagen sich immer stärker durchsetzt, dass das Bauchgefühl also über den Verstand sich stellt, also dass wir so in eine Epoche kommen, wo eben die Wahrheit und die Fakten eine immer geringere Rolle spielen. Postfaktisch ist, wenn die Wahrheit in der Politik nicht zählt. Und was sagte nochmal Thomas Stocker? In keinem dieser Berichte steht, das 2-Grad-Ziel wird empfohlen, sondern das 2-Grad-Ziel ist eines von möglichen Szenarien. Und nun, Herr Stocker, mal 2 Zitate, die uns und auch Ihnen, Herr Stocker, die Kooperation von Politik und Klimawissenschaft beim 2-Grad-Ziel ziemlich eindeutig mitteilen. Lässt sich das noch aufhalten? Welche Rolle spielt dabei das 2-Grad-Ziel? Das 2-Grad-Ziel ist aus einer Rücksprache von Politikern mit Wissenschaftlern entstanden. Und aus wissenschaftlicher Sicht gehen wir davon aus, dass bei diesem 2-Grad-Ziel die meisten Veränderungen noch handhabbar bleiben.
Ich halte von Aufweichung des 2-Grad-Ziels gar nichts. Wir haben uns das fest vorgenommen, und zwar aus guten Gründen, weil die Wissenschaft uns empfohlen hat, weil die Wissenschaft uns empfohlen hat, weil die Wissenschaft uns empfohlen hat, dies als Messlatte zu nehmen und dies anzustreben, um die Auswirkungen des Klimawandels noch in den Griff zu bekommen. Sowohl Dirk Notz als auch Jochen Flassbart beschreiben mit der Anwendung des sogenannten 2-Grad-Ziels ein sogenanntes Vorsorge- oder Vorsichtsprinzip, mit dem die Menschheit angeblich versuchen will, die Erde vor Schlimmeren zu bewahren. Nun hören Sie mal, was Hans von Storch im Jahr 2013 zu diesem Vorsichtsprinzip sagte. Hans von Storch, das Vorsichtsprinzip oder das? Das ist eine Vorsorgeprinzip. Das ist eine gesellschaftliche Verabredung. Das ist eine politische Entscheidung. Und zu sagen, dieses Vorsorgeprinzip würde aus der Wissenschaft folgen, ist ein glatter Missbrauch von Wissenschaft. Das ist keine wissenschaftliche Aussage, sondern eine Präferenz. Wie wenig das Vorsorgeprinzip des 2-Grad-Ziels mit Wissenschaft zu tun hat, erkennen Sie auch daran, wenn Sie sich unsere Recherche über knapp 20 verschiedene 2-Grad-Ziele anschauen, die wir in den letzten 10 Jahren recherchiert haben und kürzlich in einem Blogtext aufgelistet und öffentlich gemacht haben. Uns fehlt weiterhin eine definitive Antwort von den vermeintlichen Klimaexperten, welches dieser 2-Grad-Ziele denn nun das richtige 2-Grad-Ziel ist. Man wird doch endlich mal die Fakten sagen dürfen. Denn auch das Schrödel-Seidlitz-Schulbuch klärt die Schüler auch nicht darüber auf, wo denn der absolute Basistemperaturwert der Erde für dieses 2-Grad-Ziel liegt. Genauso wie Klimapapst Schellnhuber. Ja, warum 2 Grad? Es gibt 2 Dinge, die da wichtig sind. Erstens, dass man überhaupt die globale Mitteltemperatur als Maßstab nimmt, als Messlatte. Es hat lange, lange Bemühungen gebraucht, um das durchzusetzen. Wissenschaftler haben viel kompliziertere Maßstäbe vorgeschlagen. Aber das habe ich gelernt. Die Politik muss ganz einfache Zielvorgaben haben. Das ist wichtig. Und 2 Grad. Ja, ich will es mit einem Sinnbild, mit einer Metapher Ihnen erklären. Die globale Mitteltemperatur ist so etwas wie die Betriebstemperatur des menschlichen Körpers, nicht? Wenn Sie 2 Grad sozusagen erhöhte Temperatur haben, ist es Fieber. Das ist schon ziemlich unangenehm, vor allem für Erwachsene. Legen Sie jetzt die 4 Grad drauf oder die 5 Grad gar, die Sie erwähnt haben, dann ist das das Ende. Das Ende des Lebens. Ja? Und so ähnlich ist es beim Körper der Erde. 2 Grad, da können wir schon klar sagen, da wird es große Störungen geben, wird es viele Opfer geben, da wird die Welt nicht mehr so sein, wie wir sie kennen. Bei 4 oder 5 Grad ist ein friedliches Zusammenleben von 10 oder gar 11 Milliarden Menschen auf dieser Erde schlichtweg nicht mehr möglich. Lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Kopenhagen. Ja. Harald Lesch hat sich auch schon eingefunden. Herr Schellnhuber, Sie reden ja wie ein Apokalyptiker. Ich wundere mich, dass man überhaupt ruhig dabei bleiben kann. Überschwemmungen, Trockenheiten, das Methan kommt raus, es wird noch heißer. Ja, wir wundern uns auch, dass wir noch ruhig bleiben. Aber es bricht gleich aus uns raus, Herr Lesch. Wenn wir uns gemeinsam anhören, wie Sie, Herr Lesch, 2,5 Jahre später über das 2-Grad-Ziel selbst wie ein postfaktischer Apokalyptiker referiert haben. Weise für uns einigermaßen vernünftig beherrschen können. Wenn es uns nicht gelingt, diese Kreisläufe über klimarelevante Gase in der Atmosphäre so zu stoppen, dass die Temperatur deutlich unter 2 Grad bleibt, die mittlere Temperaturerhöhung unter 2 Grad bleibt, dann werden wir irreversible Klimaeffekte bekommen. Dann haben wir keine Chance mehr, in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd vorauszusagen, was passieren wird. Dann wird es richtig heiß. Oberhalb von 2 Grad wird die Post abgehen. Dann gibt es keine mehr. Und das Schlimmste ist, Harald Lesch war damals im Oktober 2009 mit Carsten Schwanke im ZDF dabei, als Schellnhuber in der langen Nacht des Klimas im ZDF die postfaktische Himalaya-Apokalypse verbreitet hatte, die sich 8 Wochen später dann bekanntlich als Schwindel des WWF herausgestellt hatte. Und der gleiche Harald Lesch referierte ganz aktuell am vorherigen Freitag im Kölner Treff des WDR über postfaktisch.
Es ist ja jetzt die Zeit, wo ständig das Wort postfaktisch verwendet wird. Ist ja Wort des Jahres geworden. Ist ja Wort des Jahres, mein Gott. Das ist ja alles Blödsinn. Postfaktisch würde ja heißen, nach den Fakten. Der hat ja überhaupt keine Ahnung. Also das ist ja kontrafaktisch. Also das ist ja ausdrücklich gegen die Fakten. Wenn er die Sache... Das Gestammel von Harald Lesch in dieser Szene war von Lesch nicht als Kritik an Schellnhuber gemeint, nein, bloß nicht, sondern als Kritik an den angeblichen Klimaleugner Donald Trump. Dabei sollte sich Harald Lesch und auch jeder Schüler und Lehrer, der unser Video bis hierhin bereits geschaut hat, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, besser mit den postfaktischen bzw. kontrafaktischen Thesen des Herrn Schellnhuber beschäftigen, nämlich als Schellnhuber auf dem roten Sofa beim NDR zum wiederholten Male seine Metapher von 2 Grad Fieber der Erde verbreitet hatte. Nachdem der Brechreiz nun überwunden ist, analysieren wir nun mal ganz nüchtern und unaufgeregt Schellnhubers 2 Grad Fieber Metapher und stellen die einfache Frage: Hat Schellnhuber den absoluten Basistemperaturwert der Erde bei seiner Metapher über das 2-Grad-Ziel genannt? Dazu müssen Sie wissen, Schellnhuber hat in den letzten 10 Jahren mindestens 6 verschiedene 2-Grad-Ziele veröffentlicht, eines haarsträubender als das andere. Und machen Sie sich klar, wie Schellnhuber die Öffentlichkeit mit seiner 2-Grad-Metapher täuscht. Denn Schellnhubers 2-Grad-Fieber-Metapher ist in Wirklichkeit keine Metapher, weil Schellnhuber wichtige Informationen bei seiner Metapher weglässt, die wir nachfolgend nochmal erklären und verdeutlichen. Wenn ein Mensch 2 Grad Fieber hat, dann wissen wir, dieser erkrankte Mensch hat 39 Grad Fieber, weil der absolut normal Null Temperaturwert beim Menschen bei 37 Grad Celsius liegt. Das wissen wir. Was wir aber nicht wissen und was auch Schellnhuber bei seiner Metapher jedes Mal nicht benennt, ist der absolute Temperaturwert der Erde, wenn die Erde angeblich 2 Grad Fieber hat. Nennen Sie uns doch mal die fehlenden 2 Werte, Herr Schellnhuber, die die 37 Grad und die 39 Grad beim Menschen in Ihrer Metapher bei der Erde bedeuten, die Sie auf dem roten Sofa bei Ilka Schneider ja so selbstbewusst proklamiert haben. Ich vergleiche das immer die Temperatur der Erde mit der Körpertemperatur des Menschen, die bei uns ziemlich genau knapp unter 37 Grad Celsius eingestellt ist. Und wenn Sie da 3 Grad dazu nehmen würden, haben Sie schweres Fieber und bei 4 Grad ist es tödlich. Und das ist eigentlich der angemessene Vergleich. Harald Lesch tingelte ja in den letzten Wochen und Monaten laufend durch alle möglichen TV-Talkshows und stellte darin sein neues Buch vor, »Die Menschheit schafft sich ab, der Mensch im Griff des Anthropozän«. Und wo Lesch nicht müde wird, den Zuschauern die angeblich menschliche Schuld an der angeblich gefährlichen globalen Erwärmung einzureden. Ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden? Und wir haben uns auch sein Buch besorgt und wir wollten natürlich auch wissen, welche gefährliche globale Erwärmung denn Harald Lesch in seinem Buch ausweist. Und die einzige Stelle, die wir im Buch gefunden haben, ist sofort am Anfang auf der Seite 14, wo auf einer ganzen Seite eine Grafik mit einem sogenannten Steckbrief Erde gezeigt wird, wo eine mittlere Oberflächentemperatur von plus 15 Grad Celsius ausgewiesen wird. Ein Hinweis im Buch, dass dieser Wert aber seit 150 Jahren überhaupt nicht überschritten worden ist, findet sich im Buch nicht. Ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden? Stattdessen fabriziert Harald Lesch im Buch im dortigen Interview mit Mojib Latif aber haarsträubende faktische Fehler, die an seiner Kompetenz als angeblicher Klimaexperte erneut zweifeln lassen. Denn Harald Lesch behauptet auf Seite 350 in seinem Buch, dass noch 1000 Gigatonnen Kohlenstoff, wohlgemerkt Kohlenstoff, in die Atmosphäre geblasen werden könnte, bevor das 2-Grad-Ziel gerissen werden würde, so Lesch. Harald Lesch bezieht sich dabei mit der Fußnote 15 auf den Synthesebericht des IPCC-Berichts aus dem Jahr 2014. Und sein hinreichend beliebter Interviewpartner Mojib Latif bestätigt selbstverständlich,
diese von Harald Lesch genannte Zahl von 1000 Gigatonnen Kohlenstoff, ohne dass aber Mojib Latif der Fehler ebenfalls aufgefallen wäre. Wissenschaftler erhoffen einen Anstieg um maximal 2 Grad. Das könnte das Klima gerade noch verkraften. Doch um das zu schaffen, dürfte erheblich weniger verfeuert werden. Maximal 1000 Milliarden Tonnen CO2 dürfen entstehen. Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an das Kapitel 10 in unserem Video über den Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker, wo wir das CO2-Budget im Vortrag von Thomas Stocker im Detail analysiert haben. Und auch in diesem Vortrag von Thomas Stocker ebenfalls zahlreiche faktische Fehler und Widersprüche aufgedeckt haben. Denn es hätte im Buch von Harald Lesch auf Seite 350 nicht 1000 Gigatonnen Kohlenstoff heißen müssen, sondern korrekt 1000 Gigatonnen Kohlendioxid. Kohlendioxid hätte es heißen müssen, nicht Kohlenstoff. Der Unterschied zwischen Kohlenstoff und Kohlendioxid ist ein Faktor von 3,667, der auch im IPCC-Bericht nachzulesen ist. Schon sehr peinlich, Herr Lesch, dass Ihnen dieser Fehler als selbsternannter Klimaexperte passiert ist und dieser Fehler auch von Ihrem pseudowissenschaftlichen Kollegen Mojib Latif ebenfalls im Interview nicht aufgefallen ist. Aber so ist das, Herr Lesch. Wenn Sie selbst im pseudowissenschaftlichen Zirkeln aktiv sind und Sie selbst es noch nicht mal merken. Also auch in der angeblich so freien Wissenschaft wird das Geld oft nicht an die klügsten Köpfe verteilt, sondern an die, die am lautesten schreien. Aktuelles Beispiel, die Klimaforschung.